Guten Morgen, meine Lieben. Wir nehmen euch heute wieder durch unseren Tag mit und haben gesagt, komm. Gleich in der Früh. Gleich in der Früh nehme ich die Kamera in die Hand. Der Bauer macht gerade Jause, wie ihr seht, also die Brotdosen der Kinder. Der filmt es übrigens auch hier mit für Instagram. Wer nämlich auf Instagram uns vorbeischaut, aber halt sieht immer, dass wir da immer eigentlich einen Lunchbox posten. Ah, heute ist ja Storyfreitag. Ah ja. Egal, posten wir es halt. Ja. Und während der Bauer die Lunchboxen macht, gehe ich die Kinder anziehen, also die zwei kleinen Mädels. Und ich werde das jetzt auch gleich machen. Ich werde euch jetzt kurz beim Papa lassen. Mhm. So, jetzt müssen natürlich noch die Löwenmähne gebürstet werden. Komm her, Mausi. Partys, heute hat die Kinder jetzt in den Kindergarten und Schule. Und ich werde mich jetzt schnell unter die Dusche schmeißen, während der Kleine noch schläft, mir ein bisschen fertig machen. Ja, let's do this. Hi, hallo. Wir haben nämlich jetzt gleich einen Kinderarzttermin. Der Philipp kriegt heute nämlich seine erste Zeckenimpfung. Wir wohnen hier nämlich in einem echt starken Zeckengebiet und deswegen ist mir das immer wichtig, dass die Kinder halt sehr gut Zecken geimpft sind. Hallo! Ja. Der Philipp kann schon echt viele Sachen. Hallo, sag mal tschüss, tschüss, ja. Und Philipp, mach mal Bravo! Bravo! Philipp, machen wir so. Super hast du das gemacht. Ja, auf jeden Fall muss ich Ihnen Philipp jetzt noch schnell seinen Pullover anziehen. Deswegen habe ich ihn eigentlich kurz auf den Tisch gesetzt. Und er zeigt immer das gesamte Repertoire, was er kann. Tschüss, bravo. Super, machst du das. Ja, und deswegen Pullover an und dann fahren wir eigentlich schon los. Der Papa ist im Büro, der hat ein bisschen was zu tun dort, also ein bisschen viel zu tun. Deswegen kommt er jetzt auch gar nicht mit oder so, damit er diese Sachen erledigen kann. Wie immer schon gleich hier umgetan. Das ist immer so schwierig, finde ich, einhändig sich die Maske über beide Ohren zu ziehen. Gell, Philipp? Und schaut mal bitte, wie schön ist es hier. Hier sind so echt krasse, moderne Hochhäuser. Schaut euch mal das an, wie schön es hier ausschaut. Richtig modern und es wird noch krasser, wenn man nach vorne geht. Hier wurde übrigens auch vor, ich glaube, circa einem Monat oder so der neue Film mit Chris Hemsworth gedreht. Und da war alles richtig actionmäßig aufgebaut mit verbrannten Autos und so weiter. Ja, es war richtig spannend. Hab ihn leider nicht gesehen. Wäre schon cool gewesen, so ein Hollywood-Star mal live zu sehen. Aber
habe das ganze Filmszenario so miterlebt ein bisschen. Und der Philipp ist echt schwer. So, wir gehen auf jeden Fall zum Kinderarzt, der da hinten ist, und melden uns dann einfach später. So, meine Lieben, ich bin jetzt soeben vom Kinderarzt zurückgekommen und habe gesehen, der Papa hat schon unsere HelloFresh-Box für die Woche entgegengenommen. Die wurde soeben geliefert. Wir haben uns nämlich für diese Woche wieder HelloFresh bestellt. Und ich würde mal sagen, wir schauen gleich zusammen rein und ich zeige euch unsere Rezepte für diese Woche. Also, das sind die Rezepte für unsere Woche. Wir haben einmal frische Eierspätzle mit Bacon. Wir haben die Gerichte so einfach familientauglich ausgewählt, wo wir wissen, dass auch die Kinder das lecker finden. Und ich finde, es ist bei HelloFresh eigentlich immer sehr, sehr gut schmeckt. Die Rezepte sind einfach einfach, aber trotzdem ein bisschen besonderer gekocht oder mit den Ideen, was man jetzt so als Hausfrauen üblich kochen würde. Deswegen liebe ich HelloFresh einfach. Das ist die optimale, optimale Abwechslung mal für zwischendurch. Dann haben wir Hackbällchen in Senfsoße. Dann haben wir hier Schweinesteak mit frischer Estragon-Butter. Schaut auch mega lecker aus. Auch ein Familiengericht. Dann gibt es auch vegane Gerichte bei HelloFresh, das ich sehr, sehr toll finde. Man kann hier wirklich jede Woche überlegen, esse ich mit Fleisch, esse ich vegetarisch, esse ich vegan. Bietet sich optimal an für die Leute, die sich eventuell nur vegan ernähren oder auch nur vegetarisch. Und ja, da haben wir auch ein veganes Rezept, und zwar afrikanischer Reistopf mit veganer Frikadelle. Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt darüber. Und als letztes haben wir hier noch mexikanischen Hähnchensalat mit Avocado. Schaut das bitte nicht mega lecker aus? Ich finde, HelloFresh bietet sich ideal an, wenn man zum Beispiel, wie ich schon erwähnt habe, mal jetzt ein bisschen kreativlos sich empfindet, man nicht mehr weiß, was man kochen soll. Oder man hat auch eine richtig krasse, arbeitsreiche, stressige Woche. Man hat jetzt nicht mega Zeit, sich darum Gedanken zu machen, mag aber trotzdem abwechslungsreich essen. Dann ist HelloFresh die optimale Lösung. Es gibt nämlich jede Woche über 30 abwechslungsreiche Rezepte, unter denen ihr euch euer Wochenmenü zusammenstellen könnt. Da könnt ihr auch entscheiden, wie oft möchte ich von HelloFresh essen. Ihr könnt da wirklich 2, 4 Gerichte aussuchen. Ihr könnt auch entscheiden, wie viele Personen, also 2, 4 oder Familien, also wirklich richtig toll. Und es gibt auch vegetarische, wie ich gesagt habe, vegane Gerichte mit Fleisch und sogar auch für den Thermomix. Das heißt, wenn man sagt, ja, ich koche lieber mit dem Thermomix, die Rezepte gibt es auch für den Thermomix, dann bekommt ihr spezielle Karten, ja, wo halt die Rezeptanleitung hier hinten für den Thermomix ausgelegt ist. Und das finde ich auch richtig toll, auch für die Leute, die eventuell nicht kochen können und so eine Anleitung brauchen, ist das einfach ideal. Man sagt nämlich, wer lesen kann, kann auch kochen, und dieses Prinzip ist hier wirklich super gut erklärt. Man wird hier wirklich an der Hand genommen und durchs Gericht quasi bis zum Schluss, bis zum vollendeten Geschmack mitgenommen. Die Lebensmittel, zeige ich euch gleich, sind auch in recycelten Verpackungen abgepackt. Auch sehr gut, weil es nachhaltig ist, und sie werden auch klimaneutral geliefert. Und so schaut das Ganze hier aus. Ich zeige euch das Ganze mal. Hier waren die Rezepte drinnen. Und wie ihr seht, stehen da so Nummern drauf. Das hat nämlich hier mit dem Menü, also mit dem Rezeptkärtchen zu tun, damit man einfach weiß, okay, für den mexikanischen Hähnchensalat brauche ich die Nummer 19. Da muss man einfach hier dann die 19 auflesen, wie zum Beispiel hier. Das können wir gleich mal reinschauen. Und wie ihr seht, es ist hier dann alles drinnen, was man für den mexikanischen Hähnchensalat braucht, außer das Fleisch. Weil das ist hier nochmal extra in der Kühltüte drinnen. Das zeige ich euch auch gleich. Ich bin cool und nachhaltig. Schaut mal, 96% recyceltes Papier für gewohnte Frische und Qualität. Über Papiertonne recycelbar. Richtig toll. Da ist nämlich dann diese gesamte Kühlware drinnen. Zum Beispiel auch unser Hähnchenfleisch für den Salat. Und auch anderes, wie ihr seht, für die anderen Zutaten, wie zum Beispiel, oh, schaut mal, die veganen Frikadellen sind auch drinnen. Und was gibt's hier noch? Ah, die Kühlpacks, schaut mal. Die Kühlpacks sind dann halt auch, hier könnt ihr dann aufschneiden, das Wasser rauslassen. Und das könnt ihr dann einfach in die gelbe Tonne geben, diesen Beutel. Also das finde ich richtig toll.
Und ja, das ist unsere HelloFresh-Box für diese Woche. Ja, meine Lieben, und für euch habe ich auch einen Rabattcode bekommen. Ihr könnt nämlich mit HFDIANA1, ich werde das Ganze natürlich hier einblenden und auch unten in die Infobox reinschreiben. Dann werde ich euch auch einen Link reinpacken, den könnt ihr auch direkt klicken. Mit meinem Gutscheincode HFDIANA1 könnt ihr bis zu 80 Euro auf die ersten 4 HelloFresh-Boxen sparen, wenn ihr aus Österreich und Deutschland seid. Und auf die erste Box gibt es sogar nochmal kostenlosen Versand. Und sogar für die Schweiz gilt mein Code. Da bekommt ihr nämlich 140 Franken genauso auf eure ersten 4 Boxen. Also nutzt das Angebot gerne für euch aus, falls ihr HelloFresh mal ausprobieren möchtet. Und ja, wir werden heute auf jeden Fall die Spätzle kochen. Das haben wir uns auf jeden Fall fix vorgenommen für den heutigen Tag. Da freuen sich auch schon die Kinder drauf. Heute gibt es nämlich frische Eierspätzle mit Bacon und die wird der Papa gleich kochen, denn ich muss jetzt nochmal ins Büro mich setzen und ein bisschen was schneiden. Und ja, ich würde mal sagen, let's go, lasst uns mit dem Kochen beginnen. Jo, meine Lieben, auch von mir. Ja, ich habe jetzt mal die Kamera übernommen. Die Mama ist jetzt im Büro, sie arbeitet etwas am Computer. Und wir werden gemeinsam, wie die Mama schon gesagt hat, kochen. Und zwar, frische Eierspätzle mit Bacon. Und dafür habe ich mir schon mal alles vorbereitet. Und zwar, ich drehe mal die Kamera um. Dafür habe ich mir die Tüte Nummer 1 geholt. Es ist alles markiert, sowohl die Tüte als auch das Rezept, dass man halt leicht zuordnen können. Und alle anderen Zutaten, die zu dem Rezept dazugehören, aus dem Kühlbox rausgeholt. Fürs Kochen brauchen wir natürlich auch das Rezept. Ist alles auf die Rückseite ganz einfach aufgeklärt, wie man alles macht, also die Schritte folgen und ja, somit kann jeder kochen. Wie ihr gesehen habt, alles vorbereitet und wir legen gleich los. So, meine Lieben, das Essen ist fertig. Ich zeige es euch gleich. Der Papa hat schon angerichtet. Schaut mal, mega lecker. Wir werden jetzt gleich alle zusammen essen. Ich habe jetzt auch schon die Mädels von Schule und Kindergarten abgeholt. Papa ist jetzt kurz beim Philipp. Der ist jetzt auch aufgewacht und wir werden jetzt gleich alle zusammen Mittagessen. Das schaut wirklich sehr, sehr lecker aus. Schau mal. Wow, super. Machst du auch was da? Und du bist gerade Sommer. Mach ich mir Angst. So die Scheiße. Na, eben nicht. Jetzt kriege ich auf WhatsApp Bild, ne? Das muss ich sichern, oder? Okay. Wir trinken jetzt unseren. Hallo, wir sind jetzt live. Ja, live on stage. Wir trinken jetzt unser Nachmittagskäffchen. Die Kinder spielen und beschäftigen sich alleine. Das ist sehr toll, weil wir wollen ein bisschen arbeiten. Ich habe jetzt meinen Laptop, aber macht hier ein bisschen Story für unsere anderen Kanäle. Und ich muss noch eine E-Mail checken und dann wollen wir ein bisschen rausgehen in den Garten. Genau. Der Papa hat gestern so schöne Blümchen gekauft. Und die will er dann mit den Kindern einpflanzen. Hast du schon ein Plätzchen? Ja. Ja, aber ich muss nur überlegen, wie in welcher Reihenfolge angepflanzt wird, dass es schön aussieht. Wir trinken für mal Kaffee und dann gehen wir später noch ein bisschen raus. So, meine Lieben, wir sind jetzt draußen, wir haben doch geschafft. Und wir werden die Pflanzen jetzt nicht draußen einpflanzen. Papa, wir gehört das. Die Mama. Die Mama. Weil es ist in der Nacht nämlich kalt und Hallo. Da steht es drauf. Das beim Minusgrad nicht überleben wird. Deswegen werden wir heute nur umtopfen. Dafür habe ich mir ein paar alte Töpfe aus dem Gerätenschutz rausgeholt. Meine Blumen sehen so gut. Das schaut sehr schön aus. Wow, es sieht wirklich gut. Komm, machen wir das.
Die Blumen sind umgetopft, schauen wunderschön aus. Gell? Ja. Bin ich stolz auf euch. Wir haben die Blumen im Haus gebracht und auf der Fensterbank in der Küche hingestellt. Die schauen wunderschön aus. Also mir geht das Herz auf, wenn ich das anschaue. Schaut schön aus. Gute Idee. Das ist ja. So, jetzt gibt es noch einen Abendsnack für die Doggies. Mein Gott, was da ist. Das ist Leckerei ohne Ende. Aber die müssen schon Sitz machen. Na ja, sicher. Was haben wir da? 1, 2, 3, 4, 5. Ach du dicke Sau. So, die Lucy kriegt... Na, das sind die Bella. So, einen ganz fetten Job. Dann kriegt dann die Lucy. Lucy. Wo ist dann die Goldie? Na, das ist die... Okay, das ist die Sophie. Das ist die Sophie. Wow. Das ist die Gold. Die Gold muss auch sitzen. Sitz, weil sonst kriegst du nichts. Du kannst nur schauen. Ja. Na, komplett sitzen. Genau. Und was ist die Emmy? Und dann? Na, das kriegt doch nicht die kleine Emmy. Ja, Mundharmonika. Machst du? Das ist ein Nein. Kennst die arme Emmy. Kennst du Nein, Mama? Ja. Komm, geh mal. Du weißt ja wohin. Wir haben uns jetzt alle nochmal zum Abendbrot hingesetzt. Hier wird brav gejausnet, die Hunde hörten auch hier. Die knabbern hier die Knochen. Und das ist mein Essen. Ich habe mir so ein paar gerade mit Zucchinis mit Spiegelei gemacht. Das ist Mozzarella. Mozzarella, ja. Die Kinder essen Wurst, die Michelle isst nichts. Schon fertig oder schon gar nicht angefangen? Papa isst auch ein Hummusbrot, gell? Ja. Ist das für alle Brot oder nur für Papa? Ja, für alle habe ich da geschnitten. Und der Philipp? Was ist der Philipp? Auch nicht. Erstmal ein Teller. Aber er macht extra Wurst. Extra Wurst. Na gut, ja. Dann gehen wir mal essen. Ja, ich weiß auch nicht. Kann ich ein bisschen? Ein Mozzarella? Ja. Ich habe jetzt noch schnell hier den Tisch abgeräumt, bin eigentlich fast fertig. Noch ein paar Kleinigkeiten zum Wegräumen und dann müssen wir schon ins Bett. Kinder, Zähne putzen, Pyjama umziehen, ich muss mich noch abschminken und dann ja, fängt unsere Abendroutine an. Und ja, Papa bringt jetzt noch schnell die Biotonne runter, weil die wird morgen geholt. Und sonst machen wir heute nicht mehr viel. Deswegen werde ich mich jetzt auf jeden Fall hier vom Vlog verabschieden, meine Lieben. Vergesst nicht, unten in der Infobox packe ich euch nochmal den HelloFresh Rabattcode rein und auch den Link. Mit HFDiana1 könnt ihr nämlich bis zu 80 Euro sparen auf eure ersten 4 Boxen. Also einfach unten in der Infobox den Link klicken und schon könnt ihr ein bisschen stöbern und euch eure Menüs zusammenstellen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!